Das werde ich nicht zulassen. Was? Du wolltest meiner Tochter dieses gefährliche Ding geben? Hm? Ich verstehe. Er wollte ihr eindeutig wehtun. Hm. Ah, ihr macht das schon wieder. Kommt schon. Keine Bange. Manchmal sind sie etwas verrückt. Manchmal vielleicht auch sehr verrückt. Entspann dich. Sie können dir jetzt nichts antun. Aber ich habe das Gefühl, beobachtet zu werden. Also, tu einfach so, als würde sie ihre Augen trainieren. Und was mache ich mit ihm? Hä? Lasst uns einfach allein! Der perfekte Moment. Hm? Ich mag den Kerl nicht. Der sieht verdächtig aus. Psst, er kann uns hören. Oh? Oh? Endlich können wir uns entspannen. Wir bereiten uns auf die Meisterschaft im Versteckspiel vor. Er führt eindeutig was im Schilde. Ja, Party. Heute, du und ich. Hört auf, meinem Freund Angst einzujagen. Manchmal habe ich das Gefühl, adoptiert zu sein. Unsere Aufgabe ist es, ihr seine dunkle Seite zu zeigen. Wir werden ihn entlarven. Aha, erwischt, Betrüger. Gestehe, du willst leiser für sie verlassen. So, du schweigst also, ja? Wenn Piro mich danach verlässt, Gnade euch Gott! Ich liebe dich, Lisa. Also, ich habe meinen Teil beigetragen, irgendwie. Wir verschwinden. Folgt uns nicht. Es reicht. Wir werden in den Wäldern leben. Auf keinen Fall. Nur über meinen Körper. Sowas sollte ein junges Mädchen nicht tun. Stopp! Ihr ruiniert jedes Mal meine Beziehung. Halt durch! Geht's dir gut? Ja, trotz der Bemühungen meiner Eltern. Wir sind gleich unten. Verstanden. Wir lassen euch beide allein. Oh, also jetzt könnte ich die Hilfe deiner Eltern echt gut gebrauchen. Du hast dir einen guten Mann ausgesucht. Ja, wir vertrauen dir jetzt. Bye, bye. Endlich sind wir allein. So ruhig. Was? Hast du gehört, was sie gesagt hat? Sei still. Oder willst du, dass sie uns wieder erwischen? Wollt ihr wissen, wie das passiert ist? Alles ist sauber. Jetzt ist alles sauber. Lecker. Salat ist viel gesünder. Danke. Ich vergleiche zu meiner Mutter. Ich werde dich essen, aber später. Waschen? Aha. Bügeln? Okay. Und es keine ekligen Sachen. Aha. Was? Ah,
Habe ich was vergessen? Alles wird gut. Viel Spaß. Ciao. Hä? Hm? Einfach nur ein Sandwich? Ich habe eine bessere Idee. Endlich. Los geht's. Lecker. Das war wunderbar. Oh. Oh nein. Komm schon. Hallo, wie geht's, Kumpel? Hi. Ja, Mann. Wo ist Lisa? Bei ihrer Mutter. Party time. Ja, Party. Hi. Was? Ja, na klar. Kommt rein. Wer ist denn noch alles hier? Was ist hier los? Nein, 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 nein! Meine Lieblingsvase! Wer war das? Piro, was hast du getan? Dude, schau mal! Nein, nicht jetzt! Oh nein! Piro, ich habe den Kuchen für meine Mutter vergessen! Und? Ich bin in 10 Minuten zu Hause. Okay, ich bin gerade mit den Bügeln fertig. Oh nein, Lisa kommt zurück. Die Party ist zu Ende. Alle hier lang! Beeilt euch raus hier! Oh nein! Rein da schnell! Siehst du? Hallo, Schatz. Hi. Piro, was ist mit dem Kuchen passiert? Ich hab... Warte, was? Piro, hier sind Räuber. Was? Hier. Ich ergebe mich. Jungs, ihr habt eine Stelle vergessen. Natürlich, Lisa. Und da auch. Okay. Nicht bewegen. Sauber. Das ist widerlich. Also, das ist die neue Schülerin. Hi. Hi. Oh. Oh, oh.
ich möchte euch daran erinnern, dass wir dieses Wochenende campen gehen. Wo ist das neue Mädchen? Ich komme wieder. Lasst uns die Zelte aufstellen. Eine Hütte, bitte. Das ist ein echtes Haus. Es ist Essenszeit. Neues Mädchen, du bist dran. Brenne. Okay, ich verstehe schon. Brenne. Mach mal Platz. Voila. Tisch, bitte. Voila. Sei nett zu dem neuen Mädchen. Bitte sehr. Guten Appetit. Igitt. Das wirst du mir büßen. Ich werde Essen bestellen. Hallo? Hallo? Was ist los? Ich muss es aufladen. Du kannst hier nichts aufladen. Warum? Weil wir im Wald sind. Was? Nein! Danke, Fremder. Ich kenne eine gruselige Geschichte. Okay, eine Geschichte noch. Es wird Zeit zu schlafen. Hey, ich hab Angst. Ich weiß. Kann ich neben dir schlafen? Das ist die perfekte Stelle. Danke. Bitte sehr. Wer ist da? Was ist passiert? Geld, Geld, Geld. Tut mir leid. Was? Schon wieder? Benimm dich. Party! Schlüssel vergessen. Ah,
alle raus. Du fährst aufs Land. Wohin aufs Land? Du gehst zu einer anderen Familie. Ein riesiger Vogel. Oh, hat dich der Vogel gefressen? Das ist ein Hubschrauber. Wir sind Austauscheltern. Bringt meine Sachen rein. Ein ganzer Dollar? Du kommst wieder nach Hause. Wenn du gelernt hast, deinen neuen Eltern zu helfen. Benimm dich. Ravespinne! Das ist dein Bett. Vielleicht noch ein Dollar? Lassen wir sie ankommen. Was zum Stroh? Er vermisst sein Zuhause. Viel Spaß. Was ist das? Das ist eine Kamera. Cool. Aufwachen! Warum so früh? An die Arbeit! Du holst die Milch! Wo schaltet man die an? Das reicht für heute. Nimm noch ein Bonbon. Was ist das? Das ist ein Bonbon. Der ist köstlich. Wie lecker! Du darfst nicht so viele essen. Hey! Bekomme ich Bonbons? Wähle! Schnell! Von Süßigkeiten bekommt man Bauchschmerzen. Ich bekomme keine Bauchschmerzen. Ich muss das Klo reparieren. Ich hab euer Klo repariert. Na los, schnell, schneller. Sicher, dass du nichts davon willst? Das war's.
auf meinen Brief. Großartig. Erledigt. Ich habe immer noch viel zu tun. Wo willst du hin? Ich habe noch was zu erledigen. Holt mich hier raus. Sie mag unsere Suppe nicht. Er hat unsere Toilette kaputt gemacht. Wo ist meine Kuh? Beeil dich! Lisa! Wow! Das ist der perfekte Ort. Los geht's! Nach einem dreitägigen Trip endlich. Was zum... Oh, hey! Guck mal! Piro ist auch hier! Hi, Piro! Hey, Liza, schau mal, was für einen schönen Ort wir gefunden haben. Sie haben den gefunden? Von wegen. Das war wohl eher deren GPS. Liza, was ist los mit ihm? Er ist so männlich in der Wildnis. Autsch! Ich glaube, ich habe einen Splitter. Na los, du und ich sind ein echtes Team. Nicht wie diese reichen Schnösel. Bereit? Wollt ihr auf einem Zuckerwürfel schlafen? Ich habe das in Paris gekauft für 20.000 Euro. Echt billig. Das brauchen wir das nächste Mal auch. Ja, gleich nachdem wir unser Hausauto und die Schuhe deiner Mutter verkauft haben. Gräbst du nach einem Schatz? Wo ist die Toilette? Da ist sie. Der Komfort von Mutter Natur. Mein Vater hat übrigens ein Klo hinterm Schloss installiert. Es kann nicht cooler sein als das von Mutter Natur. Oh ja. Ich ziehe in Piros Zelt ein. Na gut, Sie haben es so gewollt. Wow, ein Spa, ein Kinosaal, ein Pool und das alles im Erdgeschoss. Ich fordere euch zu einem Campingduell auf. Schon wieder. Weißt du noch, wie das Duell mit dem Rasenmäher des Nachbarn endete? Die Sense ist immer noch cooler als dieses höllische Motording. Oh, offenbar ist es eine Tradition. Wir sind dabei. Mein persönlicher Trick. Ha, betrachte euch als Verlierer. So habe ich mir den Weg zum Herzen von Lisas Mutter gebahnt. Langweilig. Er hätte es damit zu 3 Michelin-Sternen gebracht. Ist das Teil des Rituals? Antike Feueranbetung? Ach, genau wie mit dem Meer. Ja, das ist schon fast Tradition. Kommen wir jetzt zum Angeln. Ich habe 5 Jahre gebraucht, um diese Fähigkeit zu erlernen. Oh ja, das hat mich noch nie im Stich gelassen. Was sagst du dazu? Ich warte einfach noch kurz. Fisch gefangen.
Wow! Hey! Jacques hat mich auch noch nie im Stich gelassen. Und was machst du ohne dein Handy? Ich weiß nicht, vielleicht ein anderes nehmen. Upsi. Ist das da drüben ein Schneeglöckchen? Im Pfadfinderlehrbuch steht nichts darüber drin. Hilfe! Wenn das so weitergeht, fliegt mein Vater noch in das Land von Oz. Keine Bange, wir fangen diesen Fisch. Oh Gott, vielleicht ist Technologie doch nicht so übel. Naja, vielleicht ist ein bisschen Campinggeist auch ganz gut. Oh, welchen Knopf soll ich drücken? Es ist nicht dein Handy. Du musst es von Hand machen. Oh, ich glaube, ich werde gefeuert. Schon gut. Wir sorgen für ein paar Bestellungen. Endlich sind wir hier. Guten Morgen. Wir haben reserviert. Willkommen. Hier ist Ihr Zimmerschlüssel. Vielen Dank. Ich bringe Sie aufs Zimmer. Es ist so schön hier. Hier ist es. Was? Das kann nicht sein. Oh nein. Piro, nein. Bitte, bitte, bitte. Können wir dieses Zimmer haben? Können wir nicht. Tut mir leid, da kann ich nichts tun. Aber es muss doch noch ein anderes Zimmer geben. Na ja, schauen Sie sich doch erstmal Ihr Zimmer an. Danke. Oh, ich... Auf keinen Fall! Erholen Sie sich gut. Schau dir mal diese Aussicht an. Yeah! Ups. Wir sind verdammt. Ein zerbrochener Spiegel. Zimmer Nummer 13. Auf diese Reise habe ich mich schon so gefreut. Ach, mach doch nichts. Oh nein. Es geht schon los. Siehst du, ich hab's doch gesagt. Sag tschüss. Oh nein, eine schwarze Katze. Ach, komm schon, gehen wir. Piro, wir sollten da nicht hingehen. Bist du wirklich so abergläubisch? Siehst du, mir ist nichts passiert. Siehst du? Piro! Oh nein, was mache ich jetzt? Aha! Die werden ihn retten. Eine Biene hat meinen Freund gestochen. Er hat eine allergische Reaktion. Wir kommen! Keine Sorge, wir flicken ihn wieder zusammen. Warten Sie! Stopp, stopp! Nehmen Sie ihn nicht mit! Was machen Sie? Piro, warte! Viel besser. Hä? Dir geht's gut. Ja, so gut wie neu. Na, wenigstens ist nichts gebrochen. Was ist los? Na komm! Ich gehe nicht am Eimer mit Farbe vorbei. Ach, da passiert schon nichts. Guck! Ich wusste es! Es ist ein Albtraum, ein echter Albtraum!
Ich muss was tun. Aber was? Wir werden diesen Urlaub nicht überleben. Hä? Ich weiß. Ganz einfach. So ist besser. Guck, kein Pech mehr. Fantastisch.